Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier bei Big Frank Gaming und dem RPG Maker MV Tutorial, erste Folge. Ja, was möchte ich mit euch machen? Ich möchte euch zeigen, wie der RPG Maker MV auf der Switch funktioniert. Der ist fast so wie der auf dem PC, bietet natürlich nur einige Steuerungsunterschiede, ja. Ich habe jetzt schon mal angefangen und habe hier ein leeres Tutorial-Spiel erstellt. Ja, ihr würdet jetzt natürlich, wenn ihr neu anfangt, über ein neues Projekt gehen. Ich gehe über Fortsetzen und wähle Big Franks Tutorial aus. Und da ist jetzt noch nichts drin passiert, gar nichts, außer dass ich dem Ding einen Namen gegeben habe. Und ihr werdet jetzt gleich genau dasselbe sehen, was ihr auch sehen würdet, wenn ihr ein neues Spiel starten würdet. So, kleine Erklärung. Wir sind hier oben in der Auswahlliste. Hier können wir verschiedene Sachen auswählen. Das ist erstmal noch nicht so ganz interessant. Ja. Wir haben dann hier das jetzt leuchtende, ist der Kartenbildschirm. Da seht ihr euer Spiel. Also im Prinzip den Spielfeldbereich. Das ist euer Tileset, das ihr ausgewählt habt. Ihr wechselt da immer mit Y hin und her. Ihr könnt jetzt mit den oberen Schultertasten könnt ihr jetzt hin und her schalten zwischen diesen verschiedenen Tilesets, die ihr habt. Ihr hättet das Tileset A, das wäre Boden, im Prinzip alles von der untersten Ebene. B, das wäre die zweite Ebene. Das heißt, alles, was sich ungefähr auf der gleichen Höhe befindet wie der Charakter. Und C, das wären die Sachen, die nochmal über der Ebene B stehen. Ja, da werdet ihr also dann Sachen finden wie Bäume und sowas, ja, die ihr in B nicht findet. So, dann haben wir hier unten den Kartenbildschirm. Wir haben bis jetzt die Karte Map 1. So, wenn ich jetzt hier reingehe und auf X gehe, dann kann ich die Map 1 auch bearbeiten und habe hier verschiedene Karteneigenschaften. Das soll uns jetzt erstmal alles gar nicht groß interessieren, außer diesem ersten Feld hier oben. Hier können wir der Karte jetzt einen Namen geben. Und das nennen wir jetzt lapidar einfach mal Start. Punkt. Dann können wir hier das Kachelset auswählen. Das ist für euch jetzt auch wichtig, weil ihr müsst ja wissen, wo befindet sich meine Welt oder was ist meine Welt gerade. Ja, da habt ihr hier die verschiedenen Kachelsets für Oberwelt, Außen, Innen, Kerker, futuristische Außenansicht, futuristisches Innendekor, japanisches Feld und so weiter. Da gibt es hier echt schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Und ich gehe jetzt einfach mal auf Steampunk-Feld. Das hört sich gut an. So, Scroll-Typ soll uns noch nicht interessieren, ja. Namen anzeigen. Hier werdet ihr den Namen eingeben müssen, der auf der Karte angezeigt wird, wenn der Spieler sie betritt. Und ich nenne das Ganze jetzt mal die Insel. Weil wir wollen mit einer kleinen Insel beginnen. So. Mehr braucht ihr jetzt noch gar nicht zu wissen. Erstmal, ja, ihr könntet hier jetzt noch Hintergrundmusik und sowas einstellen. Das ist aber erstmal alles uninteressant. Das wollen wir jetzt gerade gar nicht. Wir gehen jetzt wieder raus und haben alle Änderungen verworfen, oder was sehe ich gerade hier? Ja, wir haben alle Änderungen verworfen. Aber ist egal, macht jetzt nichts, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wir bleiben dann halt eben bei Map 1, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wir wechseln mit der Y-Taste ins Tileset. Und müssten jetzt im Prinzip was auswählen. Das ist manchmal nicht ganz logisch gemacht. Also das hier oben links in der Ecke ist zum Beispiel Wasser. Ja. Ich kann jetzt hier alles mit Wasser füllen. Die ganze Karte. Ja, oder auch nicht die ganze Karte. So viel wollte ich jetzt eigentlich nicht davon weghaben, aber okay. Macht nichts. So, wir wollen natürlich keine quadratische Insel haben. Das sieht natürlich blöd aus. Deshalb machen wir hier einfach noch so ein paar Ecken und Rundungen rein. Hier machen wir vielleicht so einen kleinen Fjord noch rein oder eine Bucht oder sowas. Ja, wo dann theoretisch auch Schiffe drin ankern könnten. Das soll ja nicht ganz so ätzend und öde aussehen. So. Setzen wir hier auch noch ein bisschen Wasser hin. Hier oben machen wir es auch noch ein Stückchen kleiner. Jetzt gehen wir wieder zurück aufs... Ja, jetzt habe ich rückgängig gemacht.
Mit Y wechseln wir zurück aufs Tileset, nehmen jetzt das tiefe Wasser, machen hier noch ein bisschen Deko hin. Ja, also das ist schon mal, das kann ich euch direkt schon mal vornherein spoilern, dass ihr euch mit dem Kartendesign und dem Design von Karten sehr, sehr viel hier rumschlagen werdet. Also ihr werdet sehr, sehr oft hier in diesem Karteneditor hängen, Karten verändern, verbessern und verstellen, ja. Aber das ist natürlich auch etwas, das den Reiz von sowas ausmacht, hier von dem RPG Maker. Und das ist natürlich auch super, dass ihr da jetzt im Prinzip mal eure Programmiererkarriere starten wollt, sozusagen. Ja, weil doch, das ist schon ein Teil weit Programmierung, was wir hier machen. So. Ich denke, das brauche ich nicht zu erklären, dass das hier euer Charakter ist. Das ist schon mal ganz klar, ne? Jetzt müsste ich hier das Teilset wechseln auf eine höhere Ebene. Ebene B. Um hier etwas erstellen zu können. Was wollen wir erstellen? Wir nehmen jetzt mal dieses Zelt hier. Das setzen wir hier oben in die Ecke. Dann gehen wir zurück, wechseln auf Teilset C und bauen hier noch ein paar Bäume ein, dass die Insel nicht ganz so kahl wirkt. Ja, der Wald gefällt mir jetzt eigentlich nicht so sehr gerade. Haben wir hier noch einen anderen Wald? Vielleicht im Teilset B, der attraktiver aussieht. Nein, irgendwie gerade nicht. Doch, hier sind nur die Bäume. Gucken, ob die besser wirken. Nö, die wirken genauso abgehackt. Das ist schade. So, also ihr zeltet hier im Wald, habe ich beschlossen. So, dann gehen wir hier hin und wählen ein paar Hügelchen aus. Wenn ihr die A-Taste im Teilset gedrückt haltet, ja, dann könnt ihr hier auch mehrfach Auswahl machen. Ja, dann könnt ihr nämlich hier auch größere Gegenstände positionieren. Jetzt ist es natürlich wieder wichtig, das Ganze auch rückgängig machen zu können. Ja. Denkt dran, während ihr sowas zeichnet, hin und wieder abzusetzen. Weil wenn ihr die A-Taste gedrückt haltet und hier mehrere Sachen zeichnet, ja, die dann nachher nicht passen sollten, und ihr wollt was rückgängig machen, macht ihr alles rückgängig. Ja, ich kann euch das hier mal zeigen. Ihr macht dann alles, was ihr in einem Schritt gezeichnet habt, rückgängig. Und das ist ja doof. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja meistens nur den letzten falsch gesetzten Punkt rückgängig machen. So, positionieren wir hier hinten auf der Insel noch einen Vulkan. Zack, machen wir den dahin. Nehmen wir das hier als kleines Dorf in der Nähe vom erloschenen Vulkan. Und setzen wir hier unten noch eine Hütte hin. Genau, so. Das ist jetzt kein besonders attraktives Kartendesign, was ich hier gerade mache. Ach, hier sind die Wälder, die ich eigentlich gesucht hatte. Ja, genau. Zack, 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 zack. Genau so sollte das doch aussehen. Richtig. Und dann können wir hier auch die nehmen, weil das sind nämlich jetzt selbstverbindende Tilesets. Hier bei A findet, wo ihr die grundlegenden Gegenstände für Bodendesign macht. Ja, also alles, was ihr hier macht, das ist auch überlaufbar. Ja, also alles, was aus dem Teilset A kommt, da kann euer Charakter drüber laufen. Das heißt, ich werde jetzt über diese Wälder hier drüber rennen können. Ja, ob mir das passt oder nicht. So, hier noch ein paar verrottete Bäume hin. Damit das nicht ganz so albern ausschaut. Dann nehmen wir hier noch ein paar Steinchen, die wir hier reinsetzen können. Auch in die Bucht hier so ein bisschen. Ja, ihr seht auch, die Tilesets passen sich teilweise gegenseitig ein bisschen an. Das heißt, die verbinden sich dann auch, wenn ihr Sachen nebeneinander setzt. Und bilden sinnvolle Strukturen, wie diese Riffe hier. So, mal hier noch so ein Riff hin. Hier noch so zwei, drei einzelne. So, das sieht schon mal optisch ganz attraktiv aus. Jetzt haben wir eine grundlegende Karte gebaut. Ja, die ist jetzt nicht der Hammer, sag ich mal, aber... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Dann machen wir das doch einfach rückgängig.
Ich wollte jetzt hier eigentlich gerade noch ein bisschen andere Wiese hinsetzen. So, dann muss ich die, glaube ich, nehmen. Nee, auch die ist verkehrt. Zurück. Das Teilset daneben, jetzt passt es, richtig. Jetzt kann ich nämlich hier auch so ein Wiesenfeld noch hinpacken. Dass wir so ein bisschen auf der Wiese starten, dass es nicht ganz so öde aussieht. Ja, ihr könnt damit dann auch Wege machen, die hier zu bestimmten Stellen hinführen würden. Um dem Spieler im Prinzip später zu zeigen, ja, hier sollst du langlatschen. Ja, am PC ist das Ganze ein bisschen einfacher und geht was schneller. So, ich empfehle euch hier mit dem Steuerkreuz zu arbeiten und nicht mit dem Analogstick. Ansonsten malt ihr euch zu schnell über die Sachen drüber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hier machen wir so ein paar. Schnell Hügel hin. Ja, hier ist jetzt was, das sieht aus wie eine Wegkreuzung. Ich sehe aber jetzt gerade nicht wirklich einen Weg hier, also von da ab. So, hier noch ein Hügel hin, da noch ein Hügel hin, wo die Leute drüber laufen können. Ach ja, so ein Strudel, das ist doch auch was ganz Attraktives. Das können wir doch hier hinten, zack, einfach mal reinsetzen. Also ihr seht schon, das geht relativ zügig hier. Oh, das war jetzt keine gute Idee, hier die Wolken hinzusetzen. Das verstehe ich jetzt auch. Ach, das ist wahrscheinlich nur sinnvoll, wenn ich einen Hintergrund setze. Ja, gut. Wir haben also jetzt eine Startkarte, die sieht jetzt nicht besonders attraktiv aus, zugegeben, aber immerhin. Wir haben schon mal was. So, mit der Plus-Taste gelangt ihr in dieses Menü, da könnt ihr speichern, speichern, testspielen, laden oder zum Hauptmenü zurück. Wir machen jetzt speichern und starten den Test. Weil wir wollen ja sehen, was wir hier gerade erschaffen haben, nicht wahr? Wir sagen neues Spiel. So, die ganze Gruppe, das ist hier voreingestellt, dass wir zu viert sind. Also ihr seht hier, über die Berge können wir nicht laufen, durch diesen Wald können wir ohne Probleme. An den Strand können wir nicht gehen. Ihr seht, es ist ein bisschen was animiert. Wir können allerdings hinter diese Berge gehen, ja, das ist durchaus möglich. So, was euch jetzt aber auch auffallen wird, ist, es passiert nichts, ja. Wir können hier rumlaufen, wie wir wollen, es passiert gar nichts. Das ist natürlich das Nächste, was wir ändern müssen. Das Design von so einem Spiel, das überlasse ich ganz euch. Ja, da seid ihr vollkommen frei. Wir müssen aber jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir was anderes machen können. Das ist jetzt im Prinzip so wie bei klassischen RPGs, so eine Oberweltkarte, ja, wie das früher auch war. Und ihr könnt dann in die einzelnen Karten reingehen. Das bedeutet, wir müssten jetzt eine neue Karte anlegen. Das werden wir jetzt auch tun. Und zwar beginnen wir dann mit dem Zelt. So, dazu gehen wir hier unten auf den Bildschirm, unten links in der Ecke, den Kartenbildschirm. Und sagen, wir machen eine neue Karte. Diese neue Karte nennen wir jetzt Zelt. Plus-Taste, weg. So, jetzt haben wir aber natürlich keine Oberwelt. Ja. Sondern wir haben das Innendekor. Wir könnten jetzt auch noch anderes Dekor wählen. Nehmen wir japanisches Innendekor. Wir sagen, es ist ein japanisches Zelt. Und gehen auf OK. Da das ja ein Zelt ist, sollte natürlich die Größe der Karte eingeschränkt sein. Ja, ich sag mal 15 auf 10, das sollte vollkommen ausreichen. So, eine Hintergrundmusik. Da hätten wir gerne was anderes. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Hört sich doch ganz gut an, oder? Wir könnten jetzt natürlich noch Tonhöhe, Lautstärke und die Ausrichtung bestimmen. Ist aber erstmal für uns vollkommen uninteressant. Nur einfach, dass wir was gewählt haben. Das nennen wir jetzt, oder das nehmen wir jetzt hier Feld 1 dafür, genau. So. Nun müssen wir hier wieder raus mit B, gehen auf OK, bestätigen mit A, dann speichert der kurz und dann haben wir die Zeltmap.
Ja, keine Angst, die andere Karte hier ist jetzt nicht weg. Wenn ihr wieder auf Map 1 klickt, dann ist eure Oberwelt noch da. Ja, das Zelt seht ihr jetzt auch hier schön in der Ordnerstruktur, ist der Oberwelt untergeordnet. Das heißt, wenn ihr jetzt im Zelt noch verschiedene Räume machen wollt, ja, oder wenn das eine Stadt wäre, verschiedene Häuser machen wollt, dann könnt ihr das da praktisch drin unterordnen. Das ist also schon mal eine ganz gute Lösung. Das ist schön übersichtlich. So, welchen Boden hat unser Zelt? Wieder in Tab A hier. Ihr könntet mit links und rechts könntet ihr hier durchwechseln. Ja. Das ist aber erstmal relativ unwichtig. Ach ja, wir hatten ja das japanische Innendekor, genau. Dann schauen wir doch mal für den Boden. Das hier, passt das? Ja, das kann man so als japanischen Zeltboden. Das ist zwar, glaube ich, eigentlich eher eine Tür. Nehmen wir lieber das hier. Ja, das lassen wir mal. Lassen wir es einfach mal als Boden gelten, oder? Was meint ihr? Nein, ich glaube, ich nehme den Bambus hier oben. So, das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit zu zeichnen. Ja. Ihr könntet aber auch mit diesen Funktionen hier oben, hoffe ich, dass das jetzt richtig ist, ja, könnt ihr hier verschiedene Formen ziehen. Also Kreise und Vierecke. Damit könnt ihr dann die ganze Welt ausfüllen, die ihr habt. Ist natürlich dann viel einfacher. So, da so ein Zelt aber in der Regel ja nicht ganz glatt und gerade ist, geben wir dem Zelt jetzt noch ein paar Wände. So, welche nehmen wir denn da? Was nehmen wir hier als Zeltwand? Nehmen wir das als Zeltwand, glaube ich, oder? Ja, das passt. Das ist ganz okay. Das sieht zwar mehr aus wie so eine gestrichene Wand, aber ich mag das persönlich immer, wenn das alles ein bisschen abgestuft aussieht. So, ihr seht, die Schatten fügt der RPG Maker auch tatsächlich selbstständig mit ein. So, machen wir das so. Und wenn ihr das Zelt betretet, dann soll hier zumindest ein kleiner Teppich liegen. Hätte ich zumindest gerne. Geht das? Nein, das ist, glaube ich, was anderes, oder? Ja, das ist eine Art Tisch. Okay, den wollen wir jetzt natürlich nicht. Machen wir den wieder rückgängig. Ein Teppichboden. Hier sind ja die Teppichböden. Okay. Nehmen wir den roten Teppich. Zack, 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 zack. Und setzen dann hier so ein paar Teppichkacheln rein. Na, das sieht doch schon ganz okay aus. So, wichtig ist natürlich, dass unser Zelt auch ein gewisses Innenleben bekommt. Ja. Das heißt, wir nehmen erstmal hier so ein Vorratsregal und setzen das hier an die Wand. Nehmen wir zwei Stück davon. Dann können wir hier noch das große Vorratsregal nehmen und setzen es hier an die Wand. Ja, ich mache jetzt einfach mal schnell, schnell, schnell. Nehmen wir das Bett, das sieht ganz attraktiv aus. Das setzen wir hier hin. Warum jetzt unbedingt Möbel in diesem Bett stehen, das ist erstmal, denke ich mal, vollkommen uninteressant. Hier kommt so eine kleine Nachttischkommode hin. Hier was zum Anziehen, ein kleiner Schrank. Genau. Dass das Bett auch ein bisschen eingekreist ist. Machen wir das hier, was auch immer das sein soll. Flaschenschrank oder so, setzen wir hier hin. So, eine Kochnische, auch ganz praktisch in so einem Zelt. Ja, die sollte aber nicht dastehen. Das sieht blöd aus an der Wand. Die kann an der Wand stehen, aber nicht ganz an der Wand. Genau, so ist schon besser. So, dann ein Schreibtisch. Den setzen wir hier hin. Dann legen wir hier noch Klamotten, Gemüse hin. Das sieht aber ein bisschen sehr groß aus, das Gemüse. Egal, wie sich das gehört. Einen anständigen Esstisch hier. Und setzen hier noch so ein Paravor ein.
Den können wir dann auch auf größer ziehen, wenn wir das wollen. So. Das ist natürlich wichtig, dass wir irgendwo immer ein bisschen Deko hier haben in den Geschichten, sonst sehen die Level natürlich unheimlich langweilig aus, die wir gestalten. Ja, darum setze ich jetzt hier auch einfach ein paar Sachen rein, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. So, mal hier das Banner dran. Dann nehmen wir noch das Banner, das hängen wir hier oben drüber. So, was haben wir noch? Dann können wir hier noch ein paar einfache Dinge wie den Eimer platzieren. Zack. Hier stellen wir ein paar offene Krüge hin. Was haben wir hier noch Schönes? Ich finde das Teilset irgendwie cool. Ja, und dann stellen wir hier noch ein paar Kisten hin. Das gefällt mir echt gut. Schade, dass ich sowas am PC, glaube ich, nicht alles zur Auswahl habe. Aber da habe ich auch noch nicht so genau nach den Teilsets geguckt im PC. Nee, am PC habe ich nur Außen-Innen, Kerker und Science-Fiction Außen-Innen. Ja, das ist dann natürlich etwas weniger. So, aber jetzt haben wir hier, wie ihr schon seht, innerhalb von Sekunden eine ganz coole Map erstellt. Also ich finde es zumindest jetzt nicht uncool. Das Ganze speichern wir jetzt und gehen wieder ins Testspiel rein. So, neues Spiel. So, ihr werdet nun feststellen, ihr könnt immer noch nicht ins Zelt gehen. Das ist jetzt natürlich irgendwo blöd. Und das werden wir jetzt erledigen. Nein, das erledigen wir nicht jetzt. Das erledigen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir fassen jetzt erstmal kurz zusammen, was wir gelernt haben. Das ist der Editor. Ja, wir haben gelernt, dass wir hier die Karte haben. Hier das Teilset, also im Prinzip die Kacheln, die wir setzen können. Mit den beiden Schultertasten wechseln wir zwischen den verschiedenen Ebenen A, B und C hin und her. A ist der Boden, B ist dann im Prinzip das Dekozeug und C wäre im Prinzip das ganze nicht passierbare, was dann noch eine Ebene drüber wäre. Wir haben den Kartenbildschirm, in dem wir neue Karten erstellen können und Karten bearbeiten können. Ja, wir könnten auch Karten komplett kopieren. Wenn wir zum Beispiel eine Karte Nacht und eine Karte Tag haben wollen oder eine Karte von einem Dorf haben, das aber später zerstört wird, können wir das Dorf einfach kopieren und nennen dann Dorf zerstört. Wir haben in den Karten Eigenschaften. Das erste Feld bearbeitet, das ist für uns persönlich wichtig, der Name der Karte. Das Kachelset. Ja. Das sind dann hier die ersten 20 Karten. Und hier gäbe es noch mehr, sehe ich gerade. Also 1 bis 20 und 21 bis 30, das ist schon mal ganz cool gemacht. Hier wählt ihr dann aus, was eure Welt sein soll. Eine Oberwelt, eine Außenwelt, eine Innenwelt, ein Kerker. Also Oberwelt ist immer die Karte, die globale Map, auf der ihr euch bewegt. Eine Außenwelt wäre dann beispielsweise ein Feld, auf dem Blumen wachsen und wo dann ein Brunnen ist oder so, wo ihr bestimmte Gegner suchen müsst. Innenbereich ist natürlich klar, das sind Gebäude, Kerker sind Dungeons, logisch. Ja, und dann habt ihr hier die Auswahl zwischen verschiedenen Sachen, ja, und verschiedenen Stilen. Also, da gibt es echt coole Geschichten. Ja, der gezeigte Name ist der Name, der auf der Karte angezeigt wird. Also im Prinzip das, was der Spieler angezeigt bekommt, wenn er die Karte betritt, damit er weiß, wie die Karte heißt. Breite und Höhe, da stellt ihr natürlich die Größe der Karte ein. Schauen wir mal, wie hoch das hier geht. Also ihr könnt hier gewaltige Karten erstellen. Ja. Und wir gucken bis 256 Schritte. Also das ist schon echt viel. Die Karten sind schön sortiert hier. Und zwar nach ihrer Abstammung und ihrer Ebene. Die könnt ihr dann so auf und zu klappen hier. Das heißt, ihr habt dann beispielsweise die Oberwelt. Da habt ihr den Ordner Zelt. Ja, die Karte Zelt, die wir erstellt haben. Und da könntet ihr dann noch neue Gebäude drin unterbringen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, so von wegen, ja, hier ist ein Loch drin, dann krieche ich da in den Dungeon rein, dann wäre der als Unterkarte von Zelt im Prinzip hier positioniert. Ist für die Übersicht einfach besser.
So, dann haben wir hier oben das Auswahlmenü. Da haben wir noch nicht viel gemacht, außer dass wir hier auf diesem Feld stehen geblieben sind und das Zurückknopf benutzt haben. Wir haben eine Karte gebaut, wir haben ein kleines Zelt gebaut und wie es weitergeht, vor allem, dass ihr das Zelt betreten könnt, das behandeln wir jetzt in der zweiten Tutorial-Folge, die ihr auch hier auf diesem Kanal sehen könnt. So, ich sage erstmal danke für euer Dabeisein. Wenn euch die Erklärung gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal auf jeden Fall, damit ich euch mehr von dem Spiel erklären kann, damit ihr mehr lernt und damit ihr besser den Einstieg findet, ja? Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Big Frank ist raus. Thank you.